Mein Konto quillt ist niemals leer. Ha! Habe aber Geld Millionen schwer. Money, money, money. Unser Meister scheint heute mein bester Laune zu sein. Hab nie studiert, nie maturiert, die Schule niemals absolviert. Nichts passiert. Kann dennoch kaufen, was ich will, wann und wo ich will, weil Geld regiert die Welt. Nur das schöne Geld regiert die Welt. Kommt da Maria auf mich zu? Wo kommt die denn plötzlich so her? Wahrscheinlich sucht sie mich überall. Sie kommt direkt auf mich zu. Was hat er denn plötzlich? Er ist ja ganz aufgeregt. Edler Herr, seht ihr? Maria kommt auf mich zu. Das sehe ich. Ja, was soll ich ihr jetzt sagen? Nun, lass er sich schnell eine gute Ausrede einfallen. Schnarr! Ich habe vor Feiern total die Zeit übersehen. Ich will nicht mehr lügen. Ich möchte Maria in die Arme schließen. Dann ist es nun also mit seiner schönen Zeit vorbei. Wie meint er das? Es wird ihm gehen wie allen anderen auch. Hochzeit, Eheleben, Langeweile. Das schöne Leben, das er bis jetzt geführt hat, wird zum Ende sein, bevor es noch so recht begonnen hat. Freiheit! Genieße er seine Freiheit, solange er sie noch hat. Denn wisse er, die Freiheit ist ein zartes Pflänzchen, das er beständig gießen muss. Jetzt aber kommt seine Sonne und das Pflänzchen wird verdorren. Ich fühle mich hin und her gerissen. Etwas Starkes in mir drängt mich zu Maria. Aber andererseits habe ich das Gefühl, doch noch überhaupt nichts erlebt zu haben. Wenigstens ein paar Minuten möchte ich noch alleine genießen. Nichts leichter als das. Wie soll das gehen? Am besten, ihr gebt euch nicht zu erkennen. Nicht zu erkennen geben? Glaubt ihr etwa, dass meine Maria mich nicht erkennt? Seine Braut hat ihn schon länger nicht gesehen. Schaue er sich an, er hat sich verändert. Und er kann ja ein Antlitz verbergen, wenn er sie sieht. Was könnte ich tun? Maria wird mich nicht erkennen und der edle Herr wird mich nicht verraten. Sie kommt auf mich zu. Sie geht nicht an mir vorbei, Pech gehabt. Arsch! Nein, nein, ich bin fremd in diesem Land. Nein, Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Ach so, ich sehe Ihren Verlobten, den Sie lange suchen, zum Verwechseln ähnlich. Das tut mir aber leid. Ich muss jetzt aber los. Auf Wiedersehen und alles Gute. Das war jetzt aber eine peinliche Situation. Maria sucht überall nach mir. Ich will mich noch einmal kurz nach ihr um. Sie weint. Sie hat den Kopf in die Hände gelegt und weint. In diesem Anblick wird mir ganz übel zumute. Jetzt werde er nicht gleich melancholisch. Er kann sich ja später zu erkennen geben. Umso größer wird dann die Wiedersehensfreude sein. Ja. Genieße er noch für einige Augenblicke seine Freiheit. Das werde ich tun. Freiheit, du bunter Vogel. Mit dir will ich fliegen und alles andere vergessen. Mir ist, als ob ich Maria leise klagen höre. Sie spricht davon, dass ich sie im Stich gelassen habe und dass sie mich nie mehr wiedersehen wird. Ja, ich werde da schon noch nach Hause kommen. Ein wenig braucht ihr auch noch.